Und stärkster Angriff ever! Toll! Das war ja echt der stärkste Angriff ever. Super. Thanks, girl. Just in time. Ah. Vor allem das Miese ist, ich habe dadurch alle meine Aufladung verloren. Na, nehmen wir mal wieder den starken Klopfstock. Klopf, klopf, klopf. I think I beat you that time. You can think whatever you like. Oha. Oha. Medium. Moment. Der im Medium macht mit dem normalen Angriff mehr Schaden als der langsame. Warum? Sehr komisch. Gut, sammeln wir den ganzen Blödsinn hier nochmal ein. Reden wir. Let's see what this body can tell us. Genau, das wollte ich gerade sagen. Einfach mal abwarten. Death. Painful, agonizing death. Death is inevitable. But pray it comes quickly. You do not want to die as I did. In horrendous, indescribable pain. Though I'm afraid you have no choice. Tod, Tod, Tod. Alles ist tot, alles ist scheiße. Das ist, was er uns gerade gesagt hat. Und er hofft, dass es uns nicht so ergeht wie ihm, weil sein Tod war wohl besonders schlimm, besonders scheiße. Aber er glaubt auch, dass wir anscheinend keine andere Wahl haben. Oh. Wie nervig. Das ist immer etwas nervig mit den ganz vielen kleinen Viechern hier. Und noch mehr, und noch mehr und noch mehr. Wie bei den Zerg bei StarCraft. Die kleinen Zerglinge kommen an und kommen an und kommen an. Und sie nehmen einfach kein Ende. Ein typischer Zerg-Rush. So, was haben wir hier? Hier haben wir... Sehr schön. Wunderbar. Jetzt haben wir noch mehr Rüstung. Ganze 5 Schadenspunkte werden weiter aufgenommen von unserem neuen Rüstungsstück. Blöp. Das war wieder eine gute Idee. Das ist einfach nur... ja, ja, ja. Huh, Elara hat einen neuen Bogen. Leuchti, leuchti. Ja. Walking, walking. I will walk into you. Oh, wir haben wieder 11 ungenutzte Kristalle. Das heißt, wir können eine weitere Fähigkeit freischalten. Eine weitere Dusche. Oh, First Person View. Nicht so schön. Wofür? With pleasure. Okay, jetzt muss ich hier aber kurz mal schauen, wofür das denn ist, dieses Feuer, dieses Licht. Ach, oder hat die das selbstständig hier angezündet? Ich komme nicht drauf. Naja. Nicht so schlimm. Vielleicht brauchen wir das ja auch genau im nächsten Raum. Aber dann wäre ja wieder die Frage, woher sollte man das denn wissen, dass man das Feuer dann braucht? Dieses Licht. Oh. Okay. Anscheinend müssen wir jetzt etwas aufsprengen, damit wir hier weiterkommen. Das war nicht etwa offensichtlich, nein. Is there anything they can't do? You saved my life. Wunderbar. Uns fehlen nur noch 4 Gefangene, dann hätten wir alle. Also das ist schon, finde ich, eine ziemlich gute Bilanz. I don't know why. I don't think they wanted us going near it. They even molted some of us up in it as a warning.
sharp things, falling things. You've got a job to do, and don't need you to muck it up. Want a job? I'm supervisor here. Stop! Okay, der führt auch Exkurse. Der führt auch einige Selbstgespräche. Der gute Herr. Oh, und anscheinend blocke ich wieder zu wenig. Weil das Schild ist noch sehr gut intakt. Elara kann ruhig mitkommen. Aber sie weigert sich, bestimmt. Hat keine Lust zu helfen. Dann sammelt Kedok das Geld eben alleine ein. Möp, 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 möp. Vor allem einfach auch sehr geil, wie die einfach nur die Überlebenden einfach da stehen lassen oder liegen lassen. See what we're up against. After that explosion we caused, we're up against everyone. Ja, super. Ich kann einfach mal weiter kloppen hier. Oh, jetzt habe ich die Ehre, im Nahkampf gegen so einen Minotaurus zu kämpfen. Alles klar! Komm! Oh, sehr schön. Jetzt mache ich immensen Schaden. Sogar gegen Minotaurus. Dementsprechend viel. Wow. Okay. Doppelt gebufft ist das schon eine Wucht. Einfach mal einen Schaden ignoriert. Oh. Da hätte ich die Waffe nicht wechseln sollen. Heilig. Einfrieren kann ich dich aber trotzdem nicht, ne? Oh, ist ja gut, Kollege. Hier, komm, jetzt dashen wir mal auf dich drauf. Auch wenn es anscheinend nicht so viel Effekt hat, wie ich zu Anfang dachte. Und tot. Komm schon. Genau. Kommt davon, dass du nicht so viel Rüstung anhattest wie dein Kollege. Dafür hat sich dein Kollege auch überhaupt nicht bewegt. Na gut, dann gibt es hier wohl nichts mehr. Dann müssen wir wohl weitergehen. Wir müssen weitergehen. Och, wie schlimm. Nein, uns bleibt gar keine andere Wahl. Oh, wow. Oh, wow. Die Musik ist schon interessant. Was nehme ich? Bleibe ich bei dem Schwert? Ja, vorerst. Wir finden nachher bestimmt noch andere. Oh mein Gott. Sneak Attack! Es war sehr effektiv. Oh. Schon wieder so viele von denen. Und von hinten werde ich auch noch angegriffen. Was zur Hölle ist mit der CPU los? Warum hilft Elara mir nicht? Ja, jetzt ist mein Schild auch noch kaputt. Scheiße. Tut mir leid, dass ich gerade so wenig sage, aber ich musste mich hier jetzt beim Kampf doch ein bisschen konzentrieren. Weil ich gerade einfach kein Schild hatte. Quatsch. Was sage ich denn? Weil die Elara mir einfach nicht helfen will. Ah. Jetzt bin ich mit dem Kopf schon ganz woanders, dass ich ganz falsche Sachen sage. Ach so, die wird auch gerade attackiert. Gut. Sehr interessant, dass sie dazu einfach nichts sagt. Und das war's aber mit dem. Und irgendwie sind Elaras... Was war das? Und irgendwie sind Elaras Waffen auch so ein bisschen stärker als meine. Einer. Weil die macht mit einem starken Bogenschuss 444 Schaden. Und ich mache mit der langsamen Waffe 130.
Das finde ich ein bisschen wenig. Blöp, 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 blöp. Und ich benutze zu wenig. Oh, Baby, komm her. Haha. Ich lass mich nicht von dir rumrennen. Kannst du knicken, Kollege. Mit Elara kannst du es gerne machen. Na, siehst du, ich lass mich nicht umstoßen. Nein! Nein! Schade, ich hab gedacht, ich krieg das hin. Na, das war schlecht getimed. Na bitte. Einfach umgekippt. Sehr schön. So, jetzt ist auch diese tolle Waffe entzaubert. Aber wie gesagt, ich finde, ich mache mit Kedok an sich zu wenig Schaden. Das Gute an Kedok ist natürlich, dass der öfter draufhauen kann im Nahkampf. Dort ist noch was zu zerschlagen. Ja. Aha, es ist irgendwie... Ja! Das darf nicht wahr sein! Jetzt kommt der einfach um die Ecke. Food Soldiers? Wer hat das gesagt? Ja, Mohiling ist immer gut. So, was haben wir hier? Eine stärkere Variante. Ach so, wenn ich in der Laufbewegung bin, dann kommt diese komische Animation also nicht. Sehr schön. So, ach komm schon. Meine Güte. Ab. Doch, etwas wenig Lebenspunkte gerade. Und der Typ, der macht mein Schild total kaputt. Das ist böse. So, so, so. Das darf nicht wahr sein. Ach, verdammt. Und das sage ich auch viel zu oft gerade. Yay, weggestoßen. Wie sieht es mit meinem Schild aus? Das ist ziemlich hinüber. Ist das besser? Ja, das ist noch ganz. Wieso stehst du wieder? Ich hab gedacht, du wärst hinüber. Na, na, na. Huhu. So viel dazu, wenn ich in der Bewegung bin, dass ich das mir nicht kriege. So, sammeln wir noch etwas Geld. Nicht mal mehr 400 Goldmünzen. Der hängt extremst interessant da. Muss man sagen, ne? Sehr interessant. Naja, das Schild, kann ich das haben? Oh ja, 600 hält das aus. Okay, das konnte man sich jetzt schon denken. Dadurch, dass die vorherige Sprechsequenz unterbrochen wurde. Und das Ende kommt so langsam immer, immer näher. Aber davon ist bisher leider noch nichts in Sicht. Weil hier einfach nur immer wieder kämpfen, kämpfen, kämpfen angesagt ist. Cool ausgewischt. Ich finde, Kedok macht zu wenig Schaden, habe ich das schon mal gesagt. Selbst so ist das nicht wirklich zu gebrauchen. Das ist doch Bullshit. Verdammte Kacke. Oh! Es kommt davon, wenn man den starken Angriff diesen auf die mittlere Maustaste legt und leider nicht das Mausrad drückt, sondern das Mausrad dreht. Ich weiß nicht, irgendwie ist das Spielgefühl gerade mit Kedok etwas ganz anderes und ich bin gerade auch etwas demotiviert, dass ich jetzt nicht mehr so effektiv bin wie zuvor, weil naja, das ist etwas sehr ernüchternd. Wo muss ich denn hin? Ja, das war jetzt klar, nachdem ich den gesehen habe.
Ach so, der ist eingebrochen. Okay. Ist hier hinten noch irgendetwas? Ach so, nee, da wird der Weg kaputt. Und ja, hier fällt auch alles nieder. Das heißt, wir müssen aufpassen, wo wir lang gehen. Oder nicht? Och, das darf nicht sein. Verdammte Kacke. Komm schon. Jetzt kannst du nicht mal mehr einen Gegner treffen, der vor dir auf dem Boden liegt. Kennung ist eine Schnarschnase. Jetzt gaggt er noch so komisch rum. Oh Gott, ich wäre lieber bei Elara geblieben. Ah, verdammt. Das wird noch ein Spaß. Ich hoffe, ich kann das Ganze nochmal wechseln. Wo steckt Elara jetzt schon wieder? Das... Okay. Will ich hier runter? Oh nee, jetzt sind da schon wieder welche. Ständig heißt das kloppen, kloppen und kloppen und Schaden fressen. Oh. Das darf nicht wahr sein. Jetzt springt der Heini so darüber. Jawohl. Dass man das auch mal mitkriegt. Oh ja. Endlich mal. Etwas Genugtuung. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, ob in Deutschland dieser Titel geschnitten reingekommen ist, aber... Laut der Blutfontäne denke ich mal schon. Ab, ab. Das war sehr interessant. Komm, komm, komm. Hier hat doch irgendetwas auch lila geleuchtet. Wechseln wir mal wieder auf den schnellen Kampfstil. Ha. Und ich vergesse des Öfteren zu blocken. Habe ich das bereits gesagt? Na denn. Gehen wir weiter nach oben. Standing on the rooftop. Everybody screaming. Ah, yeah. Looks like our little shortcut got us under half the walls. But only half. Seven gods, look at these defenses. Carla Moor isn't a city, it's a citadel. And they're still building. No wonder they've taken slaves from as far away as Dyfed. Slaves? Where are all the slaves? There should be thousands of them. Something's not right. Only one thing? Wenn es nach dort oben geht, dauert das wahrscheinlich doch noch etwas, bis wir durch sind. Ja, wir sind über den Wall hinweg. Na, noch nicht ganz. Wir müssen uns anscheinend noch durchkämpfen. Und wir werden hier wieder wechseln. Es wurde gespeichert und ich würde sagen, ich mache jetzt auch erstmal wieder einen Cut, weil es scheint so, als wenn der Weg doch... noch etwas länger ist als gedacht. Deshalb verabschiede ich mich erstmal hier. Möchte mich entschuldigen, dass ich jetzt mit Kaddock so ein bisschen demotiviert war. Und beim nächsten Mal geht's dann, denke ich, mit Elara weiter. Mit der bin ich ein bisschen effektiver, finde ich. Maybe. I don't know. Könnt ihr mir ja gerne sagen. Und ich möchte mich hier an der Stelle auch nochmals entschuldigen, in den vorherigen Parts, dass es da in Facebook geklingelt hat, mit meinem Handy das geklingelt hat und ich glaube, Skype hat auch geklingelt. Und ich will mich dafür, wie gesagt, nochmal entschuldigen. Falls es euch stört, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann werde ich demnächst bei jeder Aufnahmesession wirklich die ganzen Sachen ausmachen. Ansonsten, wenn ihr damit kein Problem habt, dann lasse ich das einfach so. Ich finde es persönlich nicht so schlimm. Auch bei anderen LPern würde ich sowas auch nicht als schlimm empfinden.
Daher, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Hunter the Demon's Forge. Wir sind kurz vorm Ende. Aber wie kurz kurz nun ist oder wie lang kurz ist, das weiß ich nicht. Aber wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao.